Boom Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wie ihr schon richtig dem Titel entnehmen konntet, heute ist es alles andere als ein unterhaltsames Video, nämlich erkenne den Todkranken. So, ich dachte mir jetzt persönlich dabei, ich wurde immer mehr aufmerksam gemacht auf verschiedene Krankheiten und dachte mir, dass wir unsere Reichweite jetzt genau für sowas nutzen können, um über diese Krankheiten aufzuklären. Und darüber hinaus haben wir noch über den ersten Link in der Videobeschreibung was verlinkt. Dazu kommen wir aber nochmal im Video, wie ihr auch aktiv mitwirken könnt, um Menschen zu helfen und sogar Menschen vorm Tod zu bewahren. Es soll sich heute auch gar nicht großartig speziell ums Erkennen der Person gehen, sondern viel, viel mehr, um über die einzelnen Krankheiten aufzuklären und am Ende des Tages, dass ihr auch, und das habe ich selbst bei mir so festgestellt, teilweise erlebe ich mich selbst, wie ich bei kleinen Sachen mich schon aufrege oder mir denke so, ey, warum läuft das nicht so und so? Und am Ende des Tages kann man sich einfach nur glücklich schätzen, dass wir in der Position sind, gesund zu sein oder eine glückliche Familie zu haben. Das sind so Dinge, die man einfach manchmal vergisst. Und ich denke, dass wir gerade durch so eine Folge da einiges bewirken können. Puh, ich sage euch ehrlich, es ist eine sehr, sehr emotionale Folge geworden. Wenn ihr jetzt selbst da draußen irgendeine bewegende Geschichte habt oder sonst irgendwas und auch bei einer Folge mitwirken wollt, dann folgt mir auf Instagram oder schaut mal in die Beschreibung rein. Dort habe ich eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wo ihr euch bewerben könnt, falls ihr Interesse habt, bei einer Folge mitzuwirken und ihr der Meinung seid, dass wir vielleicht irgendwie durch die Reichweite irgendwas bewirken können, um euch oder vielen Menschen da draußen zu helfen. Ihr wisst, Freunde, das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen sollen, den echten Todkranken zu erkennen. Freunde, wie gesagt, das ist ein ernstes Thema. Deswegen würde ich euch auch bitten, auch sehr respektvoll damit in den Kommentaren umzugehen. Ansonsten würde ich sagen, bitten wir unsere Special Jury einmal bitte raus. Oh mein Gott! Nein! Nein! Reicher. Oder du bist hier, ja, der Reiche, Bruder. Mein Reicher, oh mein Gott, was geht, Jungs? Alles gut? Sehr groß, muss ich sagen. Servus, Bro. Ja, bei euch? Setzt euch, Jungs. Ey, Jungs, wie geht's euch? Wie geht's dir? Bro, mir geht's top. Das Ding ist, heute haben wir ein eher emotionales Thema. Das ist das Ding, ja, Mann. Du weißt doch, ich brauch ein bisschen diese Dinge. Wir starten nicht mit einer unterhaltsamen Folge. Wir drehen jetzt Erkenne den Todkranken. Ah, boah, Bruder. Aber da muss man sich aber auch drauf einstellen, dass man... Man muss ja Fragen stellen und so, ne? Mhm. Hast du denn, habt ihr euch vorbereitet? Nein, Bruder. Nee, Bruder. Habt ihr gar nichts bekommen? Gar nichts vorbereitet. Aber egal, das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man spontan reingeht. Ja, aber du weißt, unsere Quote ist gut, wir müssen es vielleicht. Unsere Quote ist sowieso sehr, sehr gut. Nee, aber heute, wie gesagt, sehr emotionales Thema. Ja. Ich denke mal, dass wir unsere Reichweite für sowas nutzen können, um darauf aufmerksam zu machen. Dann muss man ja die Fragen ja so stellen, dass man muss ja halt aufpassen, wie man redet, ne? Weil, deswegen wollte ich gerade noch sagen. Ich darf nicht vergessen, dass es um ein ernstes Thema geht. Ja, genau, deswegen würde ich auch sagen, dass wir die auch gar nicht direkt angreifen, weil am Ende des Tages wissen wir nicht, ob die Wahrheit sagen oder nicht. Das heißt, wir stellen unsere Fragen, gucken, wer sagt die Wahrheit und wer nicht, aber jetzt nicht direkt so dieses, so, ey du laber Scheiß, verpiss dich mal, so, ja, weißt du? Nee, aber dann würde ich sagen, ganz wichtig, stimmt, check die bitte ab. Gerne. Alles von denen in der Video. Haust du mich auch diesmal in die Videobeschreibung? Du bist immer in der Beschreibung. Immer. Alright, dann würde ich sagen, schnack mal gar nicht groß rum. Yes. Sondern bitten die Teilnehmer, einmal bitte rein. Spannend. Direkt irgendwie gedrückte Stimmung, ne? Alle, Bruder, nein, was tust du mir an, ja? Das Problem ist, ich muss die ganze Zeit daran denken, dass das ernst ist. Ich darf nicht lachen, ne? Ja, natürlich nicht. Harte Folge auf jeden Fall. Auf wen tippt ihr denn so? Erster Eindruck kann man natürlich nicht sagen. Also, erster Eindruck? Na, du weißt, ich bin Spürnase. Detektiv Con. Ich sag in Mitte, hinten. Ja, hat sie auch im Kopf. Ich sag ganz klar hier rechts, vorne rechts. Ich würde auch sagen, vorne Mann, rechts. Nein, Mann, ihr seid noch diese Jungen. Verstehst du? Ihr versteht nicht. Aber todkrank heißt nicht, dass man das von außen auch Darum erkennt. Hören wir uns jetzt die Storys an. Aus dem Grund, weil man es von außen nicht erkennt, würde ich sagen, hören wir uns die Geschichten an. Und darauf bin ich schon echt gespannt, Mann. Okay, dann würde ich vorschlagen, darf sich die erste vorne rechts einmal bitte vorstellen. Hi, ich bin Rohan, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus Rheine. Also ich habe eine Spinozellulare Ataxie Typ 2. Das ist eine geerbte Krankheit von meinem Opa. Meine Nervenzellen sterben ab. Und dagegen gibt es halt gar keine Heilung. Es gibt Therapien, es gibt eine Behandlung, aber... Wie heißt die Krankheit? Spinozelläre Ataxie Typ 2. Und in welchem Stadium bist du da? Also da gibt es generell keine Stadien, es wird quasi... Eine unerforschte Krankheit? Es ist eine sehr seltene Krankheit. Einige Menschen haben das, also der erste Arzt hat es nicht bei mir diagnostizieren können.
Also ich war bei verschiedenen Ärzten. Ich wurde von Arzt zu Arzt geschickt. Am Ende bin ich in der Universitätsklinikum Münster gelandet. Und da habe ich dann meine Diagnose bekommen. Sorry, was passiert bei dieser Krankheit? Was passiert denn? Meine Nervenzellen sterben ab. Deine Nervenzellen? Aber wie spürst du das? Also du musst dir vorstellen, ich habe einen Luftballon, der ist mit Luft gefüllt. Und es geht immer mehr Luft daraus und irgendwann ist diese Luft komplett. Das war eine Baba-Metapher, aber wie spürst du das? Ich habe Symptome gehabt, ich hatte Zitteranfälle, ich rede vielleicht ein bisschen zu schnell, das merke ich selber nicht. Gleichgewichtsprobleme hatte ich auch sehr starke und sonst, also ich hatte wirklich Probleme, ich hatte ein Glas Wasser vor mir gehabt und ich wollte Wasser eingießen und das hat gar nicht geklappt, ich habe voll daneben einfach gegossen und ich hatte dann auch... Mit wie vielen Jahren hattest du die ersten? 2018 habe ich meine Symptome bekommen, dann bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, da gab es keine Diagnose und 2019 habe ich meine Diagnose bekommen. Wie alt warst du? Ich war 13 Jahre alt. Bist du dann schwach oder was bist, wie ist das so? Wie fühlt sich das an? Ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Und was war jetzt der Grund für dich hier mitzumachen? Also ich habe das einfach, mich wurde halt angeschrieben, dass hier Leute gebraucht werden. Ich dachte mir so, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren, wenn ich hier mitmache. Leute kennen diese Krankheit oft gar nicht und ich dachte mir so, dass Leute aufgeklärt werden darüber. Und wie lange würdest du jetzt noch leben? Also man kann es nicht genau sagen, je nachdem, wie mein Körper da auf diese ganzen Therapien reagiert. Es gibt ja gar keine Heilung dafür. Mein Opa hatte das ja auch, ich habe es von ihm geerbt. Er ist mit 20 daran verstorben, hatte aber keine Stammzellentherapie. Die habe ich bekommen und deswegen, wenn ich Glück habe, vielleicht bis 25, 30. Das muss ich mir vorstellen, wie heftig das ist, wenn du weißt, dass du nur noch 5 Jahre leben musst. Aber wer weiß, ob es die Wahrheit ist. Ja. Aber allein, wenn man drüber nachdenkt. Und wie gehst du damit um? So mit der Ungewissheit, nicht zu wissen, wann? Also ich versuche mein Leben irgendwie zu genießen, viel mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Aber ich finde, das Schlimmste daran ist eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich wie meine Familie darauf reagieren wird. Also ich bin ja ihr Kind, ich werde immer ein kleines Kind in ihren Augen bleiben. Und wenn die einfach irgendwann realisieren, dass ich nicht mehr da bin, das ist für mich irgendwie das Schwerste. Also auch wenn ich nicht mehr da bin, so wenn ich mir einfach vorstelle, wenn meine Mutter irgendwie am Weinen ist, ich kann das gar nicht. Ich habe mal die letzte Frage. Hast du einen Therapeuten oder einen Psychologen? Ja, ich habe auf jeden Fall, meine Psyche hat darunter gelitten. Ich hatte eine psychische Belastungsstörung, PTBS. Also hast du einen. Also besuchst du den bis heute immer noch regelmäßig? Bin ich nicht mehr. Ich war aber 2018, 19, 20 und dann 21 und jetzt 22 habe ich es jetzt auch wieder. Da ich bei verschiedenen Ärzten war und der erste Arzt hat mir jetzt sehr wenig Hoffnung gegeben, der meinte, das wird nicht lange halten und so. Und da bin ich wirklich in so ein schwarzes, tiefes Loch reingefallen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Eine kurze Frage. Du hast ja gesagt, so deine Nervenzellen sterben gerade ab. Erklär mal jetzt. Du stehst morgens auf. Wo fängt das erste Problem an? Also 2018 hat das alles eigentlich richtig angefangen. Da hatte ich sehr extreme Symptome gehabt. Ich bin aufgestanden. Manchmal hat es gut geklappt, aber selten. Ich hatte direkt Gleichgewichtsprobleme. Ich musste mich erst mal an den Bettrand setzen, ich konnte mich gar nicht halten. Ich bin wie ein Betrunkener förmlich rumgelaufen. Und heute Morgen? Du bist heute Morgen aufgestanden? Ich hatte eine Stammzellentherapie, deswegen sind die Symptome abgeklungen. Jetzt kann ich mein Leben eigentlich wieder besser leben. Nicht ganz immer, ab und zu zitter ich. Ich rede manchmal ein bisschen zu schnell. Und trotz dieser Stammzellentherapie geben dir die Ärzte die Diagnose, dass es nur bis du 25 bist, reicht. Genau. Also wenn ich Glück habe, hält es natürlich länger, aber das kann man nicht vorhersagen, leider. Also ich muss sagen, die war von Anfang an mein Favorit. So wie sie jetzt antwortet, klingt auf jeden Fall sehr glaubwürdig, Ich finde sie auch noch, also ich finde sie authentisch. Ich muss mir die anderen nochmal anhören, um zu sagen, was ich davon halte, weißt du? So, weil die war jetzt erstmal gut, muss ich sagen. Ja, die war nicht schlecht, aber ich denke, die hat einen Krankheitsfall in ihrer Familie. Und die weiß die ganzen Sachen. Die weiß alles, oder? Das kann sein. Ja. Sie arbeitet im Krankenhaus und kennt so diese ganze Ding. Aber ich glaube... Was denkst du? Bruder. Ich denke nicht, dass das die ist. Also am Anfang war auch mein Favorit, so, aber... Die Sache ist, guck mal, Bruder. Wir reden hier über todkrank, ja? Das hat es dem. Sie hatte einen Blick gehabt am Anfang. Der war zu niedergeschlagen, Bruder. Naja, wenn ich wüsste, dass ich todkrank bin, Bro, aber ich wäre... Du bist schon, aber irgendwann, ich denke so, jemand, der krank ist, ich weiß nicht, Bruder. Das Ding ist, jeder geht ja auch anders damit um, weißt du? Das stimmt, der eine sagt, ich will jetzt nochmal mein Leben leben, der andere kann damit gar nicht umgehen. Ich glaube, ich selbst könnte damit gar nicht umgehen, wenn ich das wüsste. Ja, lass uns mal den anderen. Ja, würde ich auch sagen. Deswegen machen wir einmal mit dem Nächsten bitte weiter. Hallo, ich bin Volkan und habe seit der Geburt einen senarischen Herzfehler. ZOT auch genannt. Also es ist halt eine pulmonale Klappe, kann man sich hier vorstellen. Da ist halt sauerstoffarmes und reiches Blut, was sich leider bei mir nicht halt bewegt. Das führt dazu, dass halt zum Beispiel meine Lunge sich sehr dick anfühlt oder dass halt meine Schleimhaut oder Haut sich leicht lila verfärbt. Das muss ich euch vorstellen, weil in meiner Haut, also in meinem Blut hat Sauerstoffmangel wegen diesem Problem, weil die rechte Herzklappe sich nicht öffnen lässt, weil das Blut sich nicht bewegt. Das führt halt zu Dings. Also meine Mutter hat mir das so erzählt, dass der Arzt bemerkt hat, dass ich komisch atme und halt mein Herz nicht regelmäßig schlägt. Dadurch wurde es halt diagnostiziert.
Also bis ich 5 war, war es sehr hart für mich, weil ich musste jeden Tag zum Arzt, zum EKG, ich musste immer untersucht werden. Bis dahin haben die Ärzte mal versucht, halt das ohne die Operation zu machen, weil es gibt eine sehr tödliche Operation. Die Herzklappenoperation heißt die. Die muss man halt mit sehr viel Einwilligungen und so machen. Die wurde dann mit 5 auch gemacht, dass die linke Klappe und die Atora, das heißt das, sich so verbindet und das, was die rechte macht, halt übernimmt. Und seitdem wurde das halt gemacht und seitdem lebe ich jetzt wie ein normales Kind. Aber das Schlimme ist, es ist halt sehr schwer darüber zu reden, weil man fragt sich halt, warum ich, aber das ist. Ist das jetzt. Ist gerade ernst? Ey, ist gerade ernst? Ja, ist gerade ernst. Ist ernst? Ja. Oh mein Gott. Gott, ruf mal Krankenwagen. Du bist ernst, ja, ruf mal Krankenwagen. Ey, Walla, nein, Bruder, scheiß drauf, lass die Folge abbrechen, Bruder, gell? Bruder, scheiß drauf, lass die Folge abbrechen, ruf mal den Krankenwagen, bitte. Sollen wir wen rufen? Krankenwagen? Oh mein Gott, ich kann dann gar nicht umgehen. Bruder, bitte ruf einen Krankenwagen, Bruder. Also wir hatten gerade einen Vorfall. Ja, Bruder. Wir sind jetzt gerade am Überlegen, ob wir, also so eine Situation hatten wir echt noch nie. Wie jetzt. Ich muss das gerade erstmal verarbeiten, ja. Gerade, ne, was da passiert ist. Ich kann gar nicht mit sowas umgehen, ne? Ich auch nicht, Bruder, ja. Das ist brutal. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was passiert ist, wir hatten die erste Kandidatin und die ist gerade umgekippt. So. Die haben es zwar noch nicht gesagt, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall davon aus, dass das wahrscheinlich die Hauptkandidatin ist. Richtig zusammengebrochen. Und wir gehen davon aus, dass die halt jetzt diejenige ist, die die Wahrheit gesagt hat. Weil sowas zu Schauspielern wäre komplett stillos. Deswegen, die lassen uns zwar jetzt hier noch im Dunkeln tappen, ob das die echte Person ist, aber ich denke mal oder ich gehe stark davon aus, dass das ich gehe auch Person davon ist. Aus, deswegen, ich bin auch gerade leicht emotional ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen, weißt du? Aber nichtsdestotrotz hören wir uns an, was die anderen auch noch zu sagen haben. Ich komm nicht drauf klar, das heißt, ich muss mir vorstellen, 25? Ja, Mann, die ist einfach 20 bis 25. Stimmt, 20 bis 25 sogar. 20 bis 25. Der Opa ist ja mit 20 gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir regen uns manchmal über so Kleinigkeiten auf, weißt du? Wir müssen einfach für alles dankbar sein. Digga, es hat komplett gerade alles so einen Cut gemacht, gell? Das war hart, Bruder. Vor allem, ich guck, links Schritt, rechts Schritt. Und da dachte ich noch, das wäre geschauspielt. Ja, da habe ich auch noch gedacht, okay, das kann alles noch so in ihre, keine Ahnung. Auf einmal, ich sehe einfach, die kippt nach hinten um und so. Die wird so komplett blass im Gesicht und so. Ah, boah, Alter. Ja. Also, die Kandidatin ist jetzt draußen. Wir haben ein bisschen was zu essen bestellt, trinken. Und die kommt dann wieder rein. Also, die Eltern oder ich weiß nicht, wer da mit ihr war. Mutter und die meinten, dass sie auf jeden Fall noch weiter macht. Obwohl ich das am liebsten, ich sag dir ehrlich, ich hab jetzt auch abgebrochen. Ja. Also, aber am Ende des Tages machen wir das Ganze ja, um über die Krankheiten aufzuklären. Ja. Und nochmal bei den Leuten, auch für die Leute jetzt, sich immer vor Augen führen, dass man dankbar sein muss für das, was man hat. Ne? Und wenn man, wie man es gesehen hat, sowas kennt kein Alter. Also es kann dich jung treffen, es kann dich auch alt treffen, also immer dankbar sein. Gesundheit ist alles. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns die anderen einfach mal an und machen wir mal weiter. Ne? Also wie gesagt halt, dass ich mit fünf eine Operation hatte, die war sehr riskant. Davor haben die immer mit so Test und halt jeden Tag zum Arzt gehen versucht, aber hat nicht funktioniert, weil die Atemprobleme sehr, sehr schlimm waren. Und dann, nachdem ich halt die Operation gemacht habe, konnte ich, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, normal wie ein normales Kind weiterleben. Das große Problem jetzt ist, also dass die linke Seite und die Atora, also das zusammen, wurde halt so operiert, dass die rechte Klappe halt das übernimmt. Und das Problem jetzt ist, sehr, sehr traurig, aber die Linke wird das nicht lange schaffen, so aushalten, weil sie muss ja von der rechten Klappe das übernehmen. Und dann haben die Ärzte halt so behauptet, dass ich maximal wahrscheinlich bis 30 leben werde. Kann auch früher sein. Aber trotzdem allen bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern also sehr gesund sind und halt, wie soll ich sagen, dass ich jeden Tag genießen kann. Ja, das ist meine Story. Ganz kurz, was ich gerade im Kopf habe, ne? Ich meine, es ist ja gerade sehr heiß. Ja. Und das Mädchen war sehr dünn und hat seit irgendwann mittags nichts gegessen. Ich stelle mir vor, sie ist einfach umgekippt, also wirklich ernsthaft umgekippt, aber ist nicht die Todkranke. Ich meine, ohne dass das jetzt geschauspielert ist, weißt du? Das wäre jetzt hart. Aber stell dir mal vor, wir werden jetzt einfach in diese Fettnäpfchen. Sie ist wirklich nur wegen der Sonne umgekippt oder wegen der Wärme. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall sehr, sehr respektvoll auch mit den anderen Storys um, weil wir wissen nicht, jetzt wissen wir doch nicht, ob das, ob da vielleicht unter weil den... Der Cousin hat gerade natürlich sehr stark geredet, muss ich sagen. Auch sehr glaubwürdig.
Was hast du für Symptome? Also die Symptome sind halt, das Atmen war sehr doll früher, es ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Ja, weil die Lunge schwellt an und ein anderes Problem ist halt, dass mein Schleimhaut und die Haut sich halt leicht verfärbt, weil in meinem Blut ist Luftmangel, also da fehlt halt Blut, sagt mein Arzt immer und das führt zu Färbungen. Ja, das ist halt die Symptome, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Nimmst du Medikamente? Nein, man kann dagegen keine Medikamente nehmen, leider. Aber ganz am Anfang hat man halt das versucht mit Tests, halt, dass man jeden Tag zum Arzt geht und dann halt durch die Operation hat es mir für den Moment, also für jetzt kann ich zum Glück meine Kindheit genießen, aber halt nicht für einen langen Zeitraum. Wie lange hast du noch zum Leben? Also maximal ist es 30, ich will daran eigentlich gar nicht denken. Und man sollte immer das Leben genießen, also jeden Tag ist es wichtig, auch wenn man nicht lange hat, auch wenn es schlimmer als mich gibt, man sollte es genießen und das ist mir sehr wichtig. Wahre Worte, wahre Worte. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal mit dem Nächsten erstmal weiter, aber danke dir auf jeden Fall. Hallo, mein Name ist Jean, ich habe HIV, das habe ich seit meiner Geburt bekommen. Und dazu habe ich durch das HIV auch einen Leberschaden, der mich sehr beeinträchtigt beim Leben. Und auch meine Lebenserwartung sehr reduziert hat. Okay, Joe, was geht ab? Was ist HIV? Eine Immunschwäche. Und HIV wird zu? AIDS. In welchem Stadium befindest du dich? Noch am Anfangsstadium. Ja. Nimmst du Tabletten? Ja. Trivun. Jeden Tag. Welche Farbe hat die Packung? Weiß ich nicht, aber die Tablette ist blau. Wenn du jetzt AIDS bekommst, kann es sein, dass du dein Leben lang nur HIV hast, aber AIDS gar nicht ausbricht? Ja, genau. Also ich muss meine Tabletten jeden Tag nehmen. Wenn ich die nicht jeden Tag nehme, kann es halt sein, dass mein Immunsystem sozusagen immer mehr geschwächt wird und dadurch dann AIDS sozusagen... Darum auch die Maske? Ja, unter anderem. Weil wenn ich zum Beispiel krank werde, genau, dann catcht mich das halt straight up und ist halt ganz anders, als wenn ihr zum Beispiel krank werdet. Bei mir ist das ganz viel, viel schlimmer, wenn okay, ich dann okay, verstehe krank ich, werde. Verstehe ich. Genau, mit meiner Frage bezieht sich darauf, ist es so, dass du keinen Partner haben darfst, weil ich das übertragen kann, diese Krankheit? Oder wie läuft das ab so im Privaten? Also ich kenne mich jetzt nicht 100% damit aus, deswegen frage ich. Nee, das ist so, also ich will einfach nicht krank werden, weil das ist, wie gesagt, wenn ich eine Erkrankung erleide, also wenn ich irgendwas bekomme, das ist tausendmal schlimmer und auch sehr, sehr... Ich glaube, was er meinte, darfst du Geschlechtsverkehr noch mit anderen haben, ohne zu verhüten? Das darf man ja nicht, soweit ich also, weiß. Also ich darf, aber ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich das kann das mit meinem Wird das übertragen? Ja, also wenn man natürlich mit Kondom, weißt du, dann ist clean. Okay, es ist auf jeden Fall nicht, weil das stimmt nicht. Wenn du Tabletten nimmst, dann ist es so, dass es nicht mehr übertragen wird. Aber ist auf jeden Fall trotzdem ein ernstes Thema. Also du meintest ja, dass das Cap ist, dass man da ganz normal sein Ding machen kann, ja. Aber das ist tatsächlich, man nimmt diese Pillen und 90% von den HIV-Sachen werden davon sozusagen eingeschränkt. Aber diese 10%, die können immer noch sozusagen übertragen werden. Du hast doch weiße Blutkörperchen in deinem Blut und rote Blutkörperchen. Ja. Bei HIV, was wird weniger? Da wird gar nichts weniger. Ja, geh weg, das ist fake, Bruder. Die weißen Blutkörperchen werden weniger im Blut. Aber warum hast du hast ein bisschen Ahnung von so, so eins, zwei Google, kennst du nicht? Sie haben das. Hast du bis jetzt irgendeine Krankheit gehabt, so Erkältung oder Grippe oder so? Weil du hast ja gesagt, das wird bei dir sehr, sehr schwierig. Ja, also ich hatte ein paar Mal schon eine Erkältung, eine ganz simple Erkältung. Die hat mir meine Mutter dann übertragen irgendwie. Und die hat mich gehittet wie ein Stein. Ja, das war crazy. Wirklich real talk. Wie lange lebst du noch, wie der Cousin immer fragt? Also voraussichtlich 35 Jahre und dann... Mal schauen, je nachdem. Kann man das sagen bei der Krankheit? Ja, also ich würde sogar sagen, heutzutage, du kannst doch ganz normales Leben führen. Die sagen, du kannst entweder so oder so, aber so, die können dir niemals sagen, du hast so und so viele Jahre. Also ich weiß, wenn AIDS nicht ausgebrochen ist, genau, kannst du auch 70 werden. Genau. Na, das Ding ist, ich wurde halt damit geboren und das ist dann nochmal ein Unterschied, meinte der Doktor zu mir. Ja, das weiß ich nicht, wie das ist. Aber jetzt hat er uns, Bruder, 1-1, Bruder. Hast du bis jetzt nur Erkältung gehabt? Nein. Auf jeden Fall, ich habe auch einen Leberschaden tatsächlich. Der ist irgendwie bei der Geburt mit reingekommen. Und deswegen genau, muss ich sehr auf meine Ernährung und alles achten. Und genau, keinen Alkohol trinken, ganz clean, ganz halal bleiben. Und ja. Okay, dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem hinten rechts weiter. Also mein Name ist Rafa. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe Leukämie. Das ist Blutkrebs. Also für mich als jemand, der das noch nicht kennt, sage ich jetzt mal so, was ist das? Wie lebt man damit? Was ist deine... Bis jetzt bin ich noch nicht wirklich eingeschränkt. Ich habe halt nur... Kennt ihr das, wenn er so schwarz vor Augen wird? Wenn er so aufsteht schnell? Das habe ich halt nicht im Dauerzustand, aber wenn ich so kleine körperliche Anstrengungen habe, zum Beispiel Treppen hochlaufen oder ähnliches, wird mir zu schwarz vor Augen und ich fühle mich dann sehr schwach. Ich glaube, was er wissen wollte, ist, was ist Leukämie genau? Ach so, also ja, genau, was hast du denn? Leukämie ist eine Form von Blutkrebs, also so wird es ausgedrückt, aber eigentlich ist es ein Knochenmark. Die weißen Blutkörperchen, so ähnlich wie bei HIV, wie du es davor gesagt hast, die werden halt fehlerhaft produziert, weil eigentlich sind die weißen Blutkörperchen dazu da, dass... wie so die Polizei, also das ganze Immunsystem und ähnliches. Und das wird dann halt angegriffen, ähnlich wie bei HIV. Das ist gerade Zufall, dass er HIV gesagt hat. Aber ja, und
dadurch bin ich halt eingeschränkt. Aber es gibt verschiedene Varianten von Leukämie. Wie ist die Lebenserwartung bei so einer Krankheit? Also ich muss eine Stammzellentransplantation machen. Also du brauchst einen Spender. Ja, ich brauche einen Spender. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal könnte man theoretisch von mir selber meine Stammzellen mir einflößen, aber es ist bei mir leider nicht möglich. Deswegen brauche ich einen Spender, was ist alles ein bisschen mehr Risiko dazu bringt. Ja. Aber sobald ich diese Stammzellentransplantation gemacht habe, habe ich eine Lebenserwartung von 5, maximal 15 Jahren. Ich habe eine Frage an dich. Wie heißt diese Organisation, die diese für Leukämie, Leute, die Leukämie haben, die Spender, also du kannst das ist ein Unterschied, aber bei mir ist was anderes, weil bei mir wird aber von der Familie... Aber du kennst doch die Organisation. Nein, weil bei mir war es direkt klar... Aber du kennst die nicht. Nein, bei mir war es direkt klar, dass es von meiner Familie kommt. Mein Onkel wird mir seine Stammzellen spenden. Wann hast du davon erfahren und wie war deine Reaktion darauf? Also es war so, weil ich war davor Leistungssportler. Also ich habe Basketball gespielt. Wann war das? Vor 1,5 Monaten. Und ich war davor... Hast du davon erfahren? Ja, und ich bin Leistungssportler und ich habe mich halt immer so schlapp gefühlt während dem Training und nach dem Training. Und es ist einfach mir nicht mehr so leicht gefallen wie vor dem Training, also wie davor. Und ich dachte eigentlich, es ist Long-Covid, weil ich hatte davor auch Corona. Und dann habe ich halt irgendwann einfach gesagt, okay, ich schaue, wie es sich entwickelt. Und dann habe ich einen Check-up gemacht. Dann haben die mir erstmal so, ich vergesse, wie das heißt, aber so mein Herz gecheckt und mir Blut abgenommen. Weil ich dachte, dass ich einen Herzmuskel irgendwas habe, aber das war es dann nicht. Dann wurde ich am Montag, also es war am Freitag, am Montag musste ich dann direkt ins Krankenhaus und dann haben die mir gesagt, dass ich Leukämie habe. Wie lief der Check-up ab? Die haben einfach nur Blut abgenommen? Ja, die haben Blut abgenommen und dann wurde das halt festgestellt. Trägt ihr jetzt die Masken aus Hygienegründen? Also wie bitte? Nein, also für mich, wie bereits gesagt, weil ich durch diese weißen Blutkörperchen ist halt mein Immunsystem sehr geschwächt und weil wir immer noch in einer Pandemie leben, will ich einfach zeigen, dass auch wenn jetzt für manche Leute, die einfach so ein normales Leben führen können, diese Corona vielleicht jetzt nicht so was Großes ist. Ich will einfach zeigen, dass es immer noch Teil des Lebens ist. Also bei allem Respekt, ja. Gerade wir haben jetzt hier viel gehört. Ja, ist ein sehr wichtiges Thema. Und gerade wenn man so Leukämie hat und so und auf Spende angewiesen ist, ich weiß nicht genau, wie der Verlauf ist, aber es reicht meistens, dass du nur so einen Stab an deinen Mund reibst und du kannst es einfach einsenden und das kostet für dich nichts und du hast die Chance, damit ein Leben zu retten. So. Ja? Und das ist krass, also, dass man dieses Thema so irgendwie ein bisschen aufgreifen kann. Was du laberst, ist eh Ding so, aber da wollte ich nur kurz dran erinnern. Ach krass, okay. Du wolltest jetzt die Leute dazu animieren? Ja, weil ich habe aus meinem Umfeld, eine Freundin von meiner Frau ist krank geworden und sie hat Leukämie. Und meine Frau hat mich gestern noch dran erinnert, das in meine Story zu posten, dass man über diese DMKS diese Stammzellen spenden kann. Heftig. Ja. Okay, krass. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir das auf jeden Fall mit in die Videobeschreibung. Ja, warte mal. Das ist auf jeden Fall echt eine starke Aktion, muss ich sagen, an der Stelle. DKMS. Krass, okay, yeah. Okay. Und man kann da halt diese Stammzellen hinspenden und dann kann man gucken. Wie läuft das dann ab? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dann wird überprüft, ob sie dafür geeignet ist. Mhm. Also es gibt immer irgendwie eine Einigung, so wie ich denke, so wie Blutgruppen, die kann mit der und die kann mit der. Und wenn du dafür halt geeignet bist, kannst du so auf Deutsch gesagt ihr Leben retten. Das ist stark, das ist echt heftig, stark. Ja? Und du hast dadurch auch gar keine Beeinträchtigung. Du hast gar keine Beeinträchtigung. Du nimmst einen Stab, Digga, und machst in deinen Mund und schickst dann per Post dahin. Boah, das ist stark. Das ist heftig. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir das auf jeden Fall mit in die Videobeschreibung. Beteiligt euch daran, ihr könnt so vielen Leuten das Leben retten, nur wenn ihr einen Stab in euer Mund macht. Das ist ja auch kein Aufwand. Das ist gar kein Aufwand. Ja, dann checkt es auf jeden Fall ab über den Link in der Videobeschreibung. Und ja, Mann, geil. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten, ne? Würde ich auch sagen. Also ich bin Emmy, ich bin 15 Jahre alt und ich habe Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium. Ist das auch der Grund, weshalb, sorry, wenn ich fragen darf, dass du eine Perücke hast? Ja. Okay. Wo ist die Lymphdrüse? Lymphknoten befinden sich im ganzen Körper, also die hast du überall. Und wie wurde das festgestellt? Also angefangen hat es 2020, dass ich in der linken Schulter Schmerzen hatte und da habe ich mir aber noch nichts gedacht, bin zum Arzt gegangen und die haben mich dann zur Physiotherapie geschickt. Dann wurde es aber immer schlimmer, dass ich innerhalb kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen habe. Mein Hals ist dick geworden und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen und der hat mir Blut abgenommen und hat gesagt, dass da etwas nicht stimmt. Und dann bin ich zur Hämatologin gegangen. Das ist jemand, der das Blut genauer untersucht. Und die hat mich dann ans Krankenhaus verwiesen. Dort wurde ich dann operiert. Da wurde mir ein Lymphknoten am Hals entnommen und der wurde dann untersucht und dann ist rausgekommen, dass es Lymphdrüsenkrebs ist. Also Bruder, ich bin gerade echt verwirrt, gell? Ich bin gerade auch komplett verwirrt, weil ich finde die gerade komplett authentisch. Alleine, wie sie es gerade so erzählt hat, das hat einfach so real geklungen. Ja, finde ich auch. Ja, weißt du, so authentisch. Nur wie sie erzählt hat. Ich habe eine Frage an dich. Es kann ja sein, dass ein Lymphknoten anschwillt. Auf was deutet das hin? Sagen wir mal beispielsweise, mein Lymphknoten
unter meiner linken Achsel würde anschwillen. Die waren bei mir auch angeschwollen, was ich aber erst nicht bemerkt hat. Nee, abgesehen jetzt so von dir, sondern so im Allgemeinen. Das weiß ich nicht, aber ich würde zum Arzt gehen, auch wenn an der Leiste Lymphknoten angeschwollen sind oder irgendwo, wenn man irgendwo was spürt, einfach zum Arzt gehen, weil ich habe es selber erst nicht ernst genommen. Ich dachte, dass ich vielleicht eine Mandelentzündung hatte und die deswegen angeschwollen waren. Haben die Lymphknoten wehgetan, als du wenn man drauf gedrückt hat, ja. Okay, also ich weiß, dass es so ist, wenn es weh tut. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wenn es nicht wehtut, musst du dir Sorgen machen. Weil wenn es wehtut, ist es meistens ist so ein Erkältungsding. Das ist krass. Und wenn es Krebs ist, dann tut es nicht weh. Das ist sehr krass. Ich weiß halt nur, dass die anschwillen, wenn du einen Infekt hast. Oder wenn ja, du, genau. Aber wenn dann tut es meistens weh. Wenn genau, du drauf fährst, ja, genau, tut weh. Genau, genau. Dann spürst du die so. Und dann kennst du, wenn du mal so googelst dann, weil es bei dir selbst ist. Und dann ja, gut. Ich habe eigentlich gar keine Fragen jetzt weiter. Ja, auf diese. Die klang schon real. Okay, dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Da würde ich sagen, machen wir mit der letzten weiter. Hallo, mein Name ist Sherazar, ich bin 22 Jahre alt und habe malignes Melanom. Hast du was? Malignes Melanom. Soll ich euch das deutsche Wort sagen? Ja. Schwarzer Hautkrebs. Schwarze Hautkrebs, also du hast Hautkrebs. Hatte, also der ist rausgeschnitten, ne? Okay. Aber bist du jetzt noch, also du bist todkrank? Also es hat 2019 angefangen, da hat meine Mutter mich auch angesprochen gehabt, hey, der Muttermal, der ist gewachsen. Malignes Melanom entsteht von Muttermalen, das wissen viele nicht. Der war immer recht klein, den hatte ich schon von klein auf. Muttermale hat, denkt man sich ja nichts, ne? Da hat meine Mutter gesagt, lass das mal bitte untersuchen. Habe ich dann auch gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt 19. Bin zum Arzt gegangen, habe ich so eine Hautkrebsvorsorge gemacht. War alles in Ordnung. Bin ich nach Hause gegangen, meine Mutter hat sich auch beruhigt. Ist okay, aber bei meiner Mutter in der Familie ist Krebs sehr, sehr häufig. Meine Mutter selber hat bisher keinen Krebs, aber ihre Cousinen in der Generation. So, dann 2020 wurde ich schwanger. In der Schwangerschaft ging es mir richtig scheiße. Wirklich, wirklich scheiße. Kann normal in der Schwangerschaft sein, man denkt sich nicht, ne? Jeder sagt, eine Schwangerschaft ist nicht leicht. Dann ist mir in der Schwangerschaft aufgefallen, dass der Muttermal immer weiter größer wird. Der hat mich unheimlich gejuckt. Dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen, habe nochmal eine Hautkrebsvorsorge gemacht. Da haben die mir gesagt, sie sind schwanger, man darf dagegen nichts machen. Also das rauszuoperieren. Sollte ich nach der Schwangerschaft nochmal gehen? Man sagt, in der Schwangerschaft ist das normal, dass die Muttermale sich verändern. Nach der Schwangerschaft, nachdem ich das Kind entbunden habe, bin ich nochmal zum Hautarzt gegangen, zum Dermatologen. Und die haben gesagt, Vorsicht halber, weil ich so beunruhigt war, weil mir das dann selber aufgefallen ist. Dann habe ich auch natürlich darauf geachtet. Haben die das rausgeschnitten? Dann habe ich selber auch noch meinen Befund gewartet. Da hat er gesagt, ja, Frau Denevska, das ist schwarzer Hautkrebs, malignes Melanom. Das Muttermal wurde rausgeschnitten. Welche Form hatte das Muttermal? Ob das jetzt ein Kreisdreieck oder sowas oder was? Ja, ja, genau. Ja. Nein, welche Form? Das war jetzt keine geometrische Form. Durcheinander, also. Soll ich das jetzt aufmachen? Ja, so ungefähr, zeig mal. Zum Beispiel auf einer Seite war das so, ne? Und dann so, also durcheinander. Sind Haare draufgewachsen? Haare draufgewachsen? Ja, auf dem Muttermal? Auf den Muttermal, also ich mach die Haare weg. Ne, so, aber wären theoretisch Haare draufgewachsen auf dem Muttermal oder wachsen da keine drauf? Ja, also ganz normal wie Armhaare wachsen darüber auch. Auch durchs Muttermal? Welche Farbe hat das Muttermal? Das hatte verschiedene Farben. Also Bruder, das stimmt. Wenn Haare drauf wachsen, wenn es nicht rund ist und wenn es verschiedene Farben sind, ja. Mit dem Dermatoskop, nee, nicht grau. Es war wie gesagt verschiedene Farben. An einer Ecke war es sehr, sehr schwarz. Nein, ich meine so, wenn du selbst drauf guckst, da war es schwarz oder eher braun? Nee, nicht hellbraun, das war so schwarz. Und gab es aber eine Ecke, die heller war, mehr rötlich. An welcher Stelle war das Muttermal? Schulter, Arme? Das, was du da an der Hand hast? Okay, okay. Er wollte mich weiter zu einem anderen Ärzten schicken, damit man meine Lymphdrüsen kontrolliert, weil dann gelangt das ja in die Lymphbahnen. So, ich musste diese Antwort erstmal sacken lassen. Für mich erstmal, ich dachte mir so, was erzählt der mir da, ne? Ich brauchte dann erstmal ein bisschen meine Ruhe und dann musste ich erstmal drauf klarkommen. Und dann habe ich natürlich angefangen viel zu googeln. Man hat sich verrückt gemacht, ne? Ich habe viel gegoogelt, meine Welt ist zusammengebrochen. Ich dachte, okay, ich sterbe sowieso, ne? Ich habe mich richtig gehen gelassen, ne? Ich habe mich nicht mehr geschminkt, gar nichts. Warum ich sterbe sowieso? Also man sagt dir dort. Ach so, ja, das hatte ich nicht erwähnt. Der Arzt hat mir halt gesagt, dass wenn es im Frühstadion, ich weiß ja gar nicht, ob es Frühstadion ist oder Endstadion. Der Arzt hat mir gesagt, wenn es im Frühstadion ist, habe ich 5 Jahre zu leben. Wenn es im Endstadion ist, ist es weniger wie 5 Jahre. Deswegen habe ich nicht eingesehen, auch weitere Untersuchungen zu machen, wenn der Arzt mir sowieso sagt, ich werde sterben. Hat sich der Krebs denn schon ausgeweitet? Ich bin ja nicht dahin gegangen. Ah, du bist noch nicht gegangen? Nee, ich bin nicht dahin gegangen. Dazu wollte ich ja kommen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das sehr gestreut hat oder nicht. Die haben mir gesagt, sie haben noch im besten Fall 5 Jahre zu leben. Und das hat mir schon gereicht. Ich war dann, ich muss das erstmal verarbeiten. Aber eigentlich ist es doch so, also wenn du das jetzt noch nicht weißt, ob sich das ausgebreitet hat,
weil ich habe da wirklich mal richtig gegoogelt, weil ich dachte hier wegen Mutterball direkt, kennst du diese Filme, direkt googeln. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so ist, dass wenn es im Frühstadium ist, dass es einfach rausgeschnitten werden kann. Oder ganz normal weiterleben kannst. Nee, bei mir war es ja in die Tiefe. Deswegen musste das ja auch nochmal nachgeschnitten werden. Die hatten das ja schon rausgeschnitten. Da haben die gesagt, okay, es ist aber noch in die Tiefe gestreut. Deswegen haben die das auch nochmal nachgeschnitten. Und anhand dessen konnten die jetzt dir nicht sagen... Nee, es geht nur darum, ob es gestreut hat, ob es Metastasen gebildet sind. Darum geht es. Also den schwarzen Hautkrebs habe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich muss das halt verarbeiten. So eine Nachricht natürlich erstmal Schock, ne? Dann habe ich mich auf jeden Fall richtig gehen lassen. Dann habe ich erstmal überlegt, ob ich es meiner Familie erzählen soll oder nicht. Ich habe ja noch Eltern. Ich habe denen das erstmal nicht erzählt, bis ich das selber verarbeitet habe. Wo ich ihnen das erzählt habe, ich habe versucht, denen das in Guten zu erzählen. Ich wollte das nicht dramatisieren. Für Eltern natürlich, die haben daraus Drama gemacht. Und das konnte ich nicht ab. Dann habe ich beschlossen, also jetzt ist natürlich ein Jahr vergangen. Ne? Mittlerweile hat sich das für mich gelegt. Ich habe mich komplett umgewandelt. Ich habe gesagt, warum soll ich denn trauern, wenn ich sowieso nur 5 Jahre zu leben habe, laut dem Arzt. Nur Gott weiß, wie lange ich habe. Es kann natürlich auch sein, dass jemand anderes einen Autounfall hat und früher stirbt wie ich. Man weiß es nicht. Nur weil der Arzt das sagt, heißt das ja nicht, dass es auch so ist. Nur noch eine Frage an dich. Hast du noch andere Symptome? Also, nee, das hat mir nicht wehgetan. Also nicht irgendwie einen Ausschlag oder Nein. Rötung? Nein. Es ging nur um den Muttermal. Es tut mir nicht weh. Okay. Also zu dem Zeitpunkt hat es mir nicht wehgetan. Wegen es halt in der Schwangerschaft scheiße, ob es jetzt damit was zu tun hat. Kann sein, kann aber auch von der Schwangerschaft sein. Okay, habt ihr noch Fragen an einzelne Kandidaten? Nee. Weil ich hatte mir jetzt Folgendes überlegt, weil es ist ja schon ein sehr sensibles Thema, dass wir es so machen, dass die Kandidaten einmal bitte rausgehen, wir uns besprechen, wer der Echte ist. Weißt du, weil wir wollen jetzt nicht direkt sagen, so okay, du aber scheiße, raus mit dir, weißt du, ist ein bisschen stillos so. Und deswegen würde ich euch bitten, einmal kurz rauszugehen und dann beraten wir uns einmal, ne? Also wie gesagt, Nahim, Digga, ja. Heute war echt dramatisch. Ja, so. Mann. Hat auch die Stimmung so ein bisschen... Ja, es hat mich richtig so auf Boden geholt, auf Boden der Tatsachen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch lernt man wieder zu schätzen, was man hat, weißt du? So, weil es einem wieder so vor Augen geführt wird. Ja. Es gibt so Kinder, 13 Jahre, die, ich weiß nicht, die regen sich auf, wenn die kein iPhone bekommen zum Geburtstag. So, und wenn man so überlegt, dass ein... Ich weiß nicht jetzt, wie alt die sind, aber sehr, sehr jung. Ja. Es waren schon Junge dabei. Es sind da auch schon Leute, sind, die todkrank sind. Wirklich, die komplett fertig sind. Es gibt nichts Härteres, ne? Was sagt ihr zu den Kandidaten? Wen wählen wir als erstes raus für uns? Guck mal, nach der ersten Aktion war ich sehr emotional mitgenommen. Weil da waren 2, 3 Leute, die haben echt... Das waren krass. Das waren so meine Favoriten. Also die erste Kandidatin, die hingefallen ist. Dann war der Cousin mit der lilanen Hose. Und die mit der Perücke, die drei. Ja, waren auch meine. Also ich würde sogar den lilanen Hose noch rausstreichen. Und für mich so persönlich ist dieses Finale halt zwischen ihr und zwischen der... Da ist der Punkt. Ich bin mir jetzt echt unsicher, weil, wie gesagt, das könnte einfach nur eine ganz normale Aktion sein. Nicht geschauspielert, sondern einfach... Ist hier wirklich passiert? Ja, ist hier wirklich passiert, genau. Weißt du, aber es hat nichts mit der Krankheit zu tun. Sag es, Bruder, das war schon dramatisch, Digga. Ja. Sag dir ehrlich. Also, Bruder, mich hat's mitgenommen. Ich sehe das, ich habe Angst bekommen um sie. Das dachte ich mir auch. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht. Die letzte hat irgendwie auch zu detailliert gesprochen. Zu detailliert, zu viele Sachen. Aber ganz kurz, wegen der mit den Lymphknoten, was ich bei ihr komisch fand, dass sie gesagt hat, dass das weh tut. Stimmt. Und laut Google... Tut's nicht weh, aber laut Google weh. Ist viel Salat, Bruder. Das stimmt auch. Das Ding ist, ich finde aber auch der Lila, ne? Bei dem könnte ich es mir sogar auch vorstellen. Ne? Die Sache ist, nach der ersten habe ich mir gedacht, okay, Sammy, jetzt du kannst mit deinen Fragen so Ding. Du dachtest, alles andere wäre Schauspieler, ne? Ja, ja. Aber als sie dann angefangen haben zu reden, warst du dann noch wieder so, ne? Dann war okay, Sammy, keep calm. Also Bruder, ich denke, es ist die erste. Also wer ist euer Favorite? Ja, die erste, Digga. Ja, ich glaube, ich bin auch bei der ersten. Ich bin ehrlich, ich gehe mit der Perücke. Mit der Perücke? Ich bin auch gerade, ich tendiere auch zu der mit der Perücke. Ja, was mich gerade ein bisschen stört, wir hätten noch mehr auf sie eingehen müssen, weil wir nicht so viel erfahren haben. Wenn sie jetzt die Wahrheit erzählt, würde ich gerne mehr von ihr erfahren. Und da habe ich mir was sehr, sehr Starkes überlegt. Ich dachte, dass wir so ein neues Format machen, dass wir immer zu den Hauptpersonen, weil wir gar nicht so viel von denen erfahren haben, die danach für einen Tag begleiten, weißt du? Das heißt, so einen Tag im Leben von einen Tag so intelligent sein wie du, Bruder. Du bist sehr, sehr hammerhart. Deswegen, das hatte ich mir so überlegt und gerade, weil wir jetzt nicht so viel von ihr erfahren haben, je nachdem, wenn sie das am Ende ist, vielleicht können wir sie für einen Tag begleiten und mal gucken, wie so ihr Alltag ist. Ich würde gar nicht so die Hauptfokus jetzt unbedingt auf diese Entscheidung richten. So. Ja.
weil die Storys sind alle krass. Und diesmal ist es ja auch anders. Also wir haben jetzt keine Zwischenrunden, sondern wir haben die alle jetzt erstmal rausgeschickt. Ich habe auch gar nicht den Fokus so sehr drauf gelegt, wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht, sondern es sind alles krasse oder bewegende Krankheiten. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch einiges bewirken können, gerade mit dem Link da, wegen der Spende. Dann hast du entweder jemanden, der hier Lymphknotenkrebs hat, oder du hast jemanden, der, keine Ahnung, Nervenkrankheit hat und wahrscheinlich in ein paar Jahren schon stirbt. Was haltet ihr von der Idee mit dem Ein Tag im Leben von? Super. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Also ich finde es gerade für das Format, gell, es ist übertrieben krass, weil wenn du wirklich jetzt hier die Todkranke erwischst, so, keine Ahnung, nochmal ein bisschen Hoffnung, nochmal ein bisschen so... Ja, mich würde voll interessieren, so wie sieht deren Alltag aus, weil es werden so viele spannende Leute. Ich dachte mir so, also jetzt mal Real Talk, ich dachte mir so, vielleicht könnte man die im Nachhinein interviewen, aber Interviews immer ein bisschen so, ist ja das haben wir ja schon gemacht, weißt du? Und ich dachte mir, mich interessiert voll, was machen die am Tag? So ein Tag im Leben von einem Mörder. Okay, also ich würde sagen, ich bin für das Mädchen. Also mein erster Eindruck war diejenige mit der Perücke, aber ich will diesen Ding, das hat mich echt mitgenommen, ich gehe mit vorne rechts. Boah, Digga, das ist krass jetzt, ja. Ich sag die mit der Perücke. Ja, ich sag auch die mit der Perücke. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Haben wir jetzt schon wieder ein 2-2. Sollen wir es einfach so lassen? Ja, ich sag würde mich nicht freuen, wenn ich gewinne. Wollte ich gerade sagen. Deswegen, guck mal, das ist jetzt eine ganz andere Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt keinen Schick. Ja, lass es einfach so, Bruder, wirklich. Okay, ja, dann bleiben wir so. Sammy und ich sagen vorne rechts und ihr beide sagt die mit der Perücke. Mit der Perücke. Okay, dann würde ich sagen, lösen wir das Ganze einmal bitte auf. Oh mein Gott. Heftig. Ja, ist hart. Krass, ich bin sprachlos. Also erstmal tiefsten Respekt, dass du bereit bist, deine Geschichte hier zu erzählen. Ich bin gerade nur ein bisschen schockiert, weil wir sind alle fest von ihr jetzt ausgegangen. Ich war so krass davon überzeugt, weil ich habe auch gesagt, die hat nicht gezuckt, die hat einfach das gesagt, was Sache ist. Ich habe die Perücke gesehen, ich habe das sofort, ich so, das kann nicht fake sein. Ja. Obwohl die Aktion mit ihr... Aber das war ja nicht geschauspielert, ne? Also, das war eigentlich alles eine Lüge, aber was gerade passiert ist, das waren einfach Kreislaufprobleme. Das habe ich doch noch gesagt. Ja, das hat mich so mitgenommen, weil ich dachte jetzt so, das ist wegen ihrer Geschichte. Ich sag noch, lass die Folge abbrechen. Ich lauf hier rum, ruft Krankenwagen! Der erste Eindruck, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das ist die. Weißt du, warum ich mir gedacht habe? Bruder, ich habe so den Eindruck, wenn du todkrank bist, du versuchst deinen Frieden zu finden, so, du versuchst irgendwie, da habe ich gesehen, okay, sie ist religiös, sie trägt ihre Kette, sie versucht so den Frieden zu finden, sie versteht, oder so ein todkranker Mensch, der versteht, ey, irgendwann ist von allen Schluss so, der versucht so einfach so Ding. Und dann, wo sie geredet hat, weil sie hat entschlossen gesprochen, war nicht irgendwie beängstigt, war aber auch nicht irgendwie so zu emotional, sondern die war einfach entschlossen, hat gesprochen. Der Grund, warum ich dann mich zuletzt dann für sie entschieden habe, weil halt dieser Vorfall da war und ich wollte das auch nicht so ignorieren. Wir hatten die Frage, glaube ich, auch gar nicht gestellt, weil wir die Lebenserwartung jetzt mit der Krankheit, wie lange man noch zu leben hat, so gefragt. Kennst du, jetzt traue ich mich schon gar nicht, die Frage zu stellen, weil ich gerade jetzt... Also ich bin gerade in Therapie und ja, also es wird alles... dafür getan, dass ich wieder gesund werde. Wie gehst du momentan damit um? Also ich versuche einfach normal weiterzuleben. Ich muss aufpassen, was ich mache, also dass ich jetzt nicht einfach irgendwie fallen gehe oder so, weil mein Immunsystem geschwächt ist durch die Chemotherapie. Mir wird einfach schnell heiß. Ich kann manche Sachen einfach nicht so machen, wie es andere machen. Ich war jetzt lange nicht mehr in der Schule und ja, also es ist einfach manches, kann ich einfach nicht so machen, wie ich es gerne machen würde. Ich vergesse Sachen schnell. Ich habe auch einfach Nebenwirkungen durch die Medikamente oder durch die Chemo, aber ich versuche einfach normal weiterzuleben. Haben die Ärzte gesagt, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass du gesund wirst? 90%, ja. 90%? Ja. Also es gibt natürlich eine Hoffnung, in der ganzen Sache. Die Therapie, die du machst, wie oft machst du das in der Woche oder generell im Monat? Also im Moment bin ich am Stück immer 3 Tage in der Klinik, dann kann ich nach Hause,
Dann bin ich wieder 2 Tage in der Klinik und dann habe ich immer Pause. Im Moment ist auch Pause. Und am 22. bin ich dann wieder 3 Tage in der Klinik. Und Tabletten muss ich immer nehmen. Und in der Klinik bekomme ich dann eben Chemotherapie. Was mich jetzt echt interessiert, erstmal super, super bewegende Geschichte. Und ich finde es krass, dass du hier trotzdem mit so einer positiven Ausstrahlung stehen kannst. Was hältst du davon, wenn wir mal einen Tag in deinem Leben begleiten? Hättest du da Lust drauf? Ja, schon. Weil ich dachte mir so, dass wir, weil gerade weil wir nicht so viel von deiner Geschichte jetzt erfahren haben, hatte ich mir überlegt, wäre es vielleicht ganz interessant auch für die Leute zu sehen, wenn wir einen Tag in deinem Alltag quasi begleiten. Weißt du, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Das können auch vor allem die Zuschauer jetzt in die Kommentare schreiben, wie sehr die das auch sehen möchten. Weil ich denke, das interessiert viele Zuschauer, wie so eine Person im Alltag so ihr Leben verbringt. Und ihr könnt ja gerne schreiben, ob ihr das unbedingt haben wollt. Und dann kannst du das auf jeden Fall. Ich finde das Format auf jeden Fall sehr interessant. Ich wollte dir noch sagen, ich wünsche dir viel Glück. Ja, 90% hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass an. Und man sieht ja auch in den Augen an, du hast die Hoffnung noch nicht verloren. So. Und ja, viel, viel Kraft dir auch und deiner Familie. Und viel danke, Gesundheit, dass du da warst, riesen, ja. Riesen Respekt. Sorry, Ben. Riesen Respekt, dass du. Also, ich bin so ein Mensch, ich glaube, ich hätte nicht die Kraft oder so, keine Ahnung. Ich bewundere immer wieder Menschen, die so sich selbst motivieren und also das ist schon wirklich Hammer. Bei mir, wenn ich allein krank bin, Bruder, ich mache schon, sehe schon, weißt du, du kennst ja doch. Ja. Das ist so, das ist echt krass, Wahnsinn, immer wieder was, sowas zu sehen, weißt du. Sehr, sehr stark, dass du hier mitmachst, auch lächelst und wir hoffen nur das Beste für dich. Was mich jetzt aber noch interessiert, ist irgendwas von euch, also ist irgendwas wahr jetzt bei dem in der lilanen Hose? Das gar nichts. Jetzt kann ich meine Witze machen, oder? Ja, das kann man. Wie Tilo Cousin, ist radikal der Stone, Bruder. Also bei mir, ich habe mir das alles gegoogelt von Zug hier, ja. Das dachte ich mir aber bei ihm, der in der lilanen Hose. Der ist nur auf Joints, Mann. Das also ich bin nicht auf Joint, ich habe halt versucht, ein bisschen zu schauspielen, das ist halt sehr gottlos, das Thema, stimmt schon, aber ich habe versucht mit der Mimik, mit den Augen, dass sie leicht rot werden, so leichte Tränen. Ich hätte sie voll abgekauft. Also ich habe darüber noch nie gelesen, ich habe gestern halt spontan erfahren, dass ich hier mitmache und dann habe ich bisher, weil ich mag auch gerne Schauspielern. Hast du gut gemacht, ohne Spaß. Hast du wirklich gut gemacht. Ja, auch größte Blender mit deinen Cap Maps und so, Bruder. Nein, Bro. Ja, Mann, ich hab gar nichts, mir geht's gut. That's it, man, that's it. Yes, sir. Warte. Du arbeitest bestimmt beim Hautarzt. Boah, ich bin der krasseste. Nein. Ich habe mal beim Hautarzt gearbeitet. Ja, ist auch krass. Jetzt arbeite ich im Krankenhaus. Ja. Meine Geschichte ist, also bisher habe ich keinen Hautkrebs. Man weiß ja nie, ne? Ja. Krebs gibt wirklich viel in meiner Familie. Deswegen wollte ich generell über Krebs sprechen. Mhm. Meine Oma ist auch vor kurzem an Krebs gestorben. Also es geht sehr, sehr rum. Dankeschön. Ja, ich habe, wie gesagt, bisher wird das noch nicht festgestellt. Ich habe es gedacht, weil die hat diese Fachbegriffe und so, die Arbeit bestimmt. Ich habe extra versucht, keine Fachbegriffe zu nennen. Es ist ein emotionales Thema, man will auch nicht verletzen, weißt du, man ist so ein bisschen vorsichtig, man denkt sich, okay, wenn du jetzt was sagst und du willst auch nichts sagen und du willst vielleicht auch gar nicht fragen und das war so, ja. Ja. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen starke Leistung von allen Kandidaten, die hier sind. Mal kurz Applaus geben. Auch danke an Naim für diese Folge, ist auch sehr gute Message da draußen, für die jüngeren Zuschauer vor allem, die ja, Dankbarkeit zeigen müssen, mehr Dankbarkeit zeigen müssen für das, was sie haben, vor allem für die Gesundheit. Deswegen, auf jeden Fall schätzt das, was ihr habt, ganz wichtig, das finde ich echt gut mit dem, mit der Spendenaktion. Dann checkt über den ersten Link in der Videobeschreibung den Link ab, dort könnt ihr Stammzellen spenden und könnt damit wirklich Menschenleben retten. So, das ist schon echt crazy. Danke an euch, danke an die Hauptkandidatin, viel Kraft dir. Dankt euch fürs Zuschauen, Freunde. Ganz wichtig, checkt die auch ab. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Wenn ihr noch irgendwas erwähnen wollt oder so, dann könnt ihr das jetzt machen. Ich würde einmal unser Instagram erwähnen, almir_shirazar. Ja, mit SH geschrieben. Ja, ich heiße Shikimas auf Instagram. SHIKIMASU. Shikimas. Also mein Insta ist emmy.025 und mein TikTok emmy.030. Instagram volkan.wf7. Kauft euch alle Sidejeans, super Marke und VitaVet International. Also auf Instagram und TikTok heißt ich ruan_yk. Ich wollte noch Fechmi, meinen Cousin, grüßen, meine besten Freundinnen Lorena und Ria und Joni. Ja, mein Instagram ist thisis11thies11. Ich grüße meinen Dami, den P. Alright, Freunde, dann war es das gewesen mit dem Video. Wie gesagt, alle Links sind in der Videobeschreibung drin. Bei Sidejeans kommt am 2.10. die krasseste Kollektion überhaupt online. Schießt du mir rüber? Einfach safe. Hand drauf. Ja, alle. Checkt das auf jeden Fall ab. Wie gesagt, da könnt ihr Sidejeans schon auf Instagram folgen, um keine Sachen mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.